So, Biker Spinheads und Alice Got Mad von Let's Play Insane auf der Gamescom. Das ist nicht Alice Got Mad, auch wenn es so aussieht. Wir haben hier heute den Schrotti vor der Linse. Schrotti, sag mal hallo. Hallöchen, liebe Freunde der Leichtunterhaltung. Möchtest du für Let's Play Insane irgendwas in die Welt verteilen? Ja, es riecht unheimlich nach Schweiß hier, so wie man sich von jemand von der RTL auch vorstellt. Ich denke mal, dass es da drin wahrscheinlich noch stinkiger werden wird und das Ganze noch zirkuliert. Ich freue mich drauf. Alles klar. Hoffentlich werde ich gleich abgefummelt. Ich denke, der wird uns noch ein paar Mal über den Weg laufen, notwendigerweise. Er wird davon kaum absehen. Deswegen, wir freuen uns drauf, es geht los, wir gehen rein. Ja! Bei Let's Play Insane auf der Gamescom unsere Ehrengäste Muni und Konso. Was? Oh. Sie sind Wärt ihr so freundlich mal Hallo fürs Publikum zu sagen? Hallo fürs Publikum. Perfekt. Diesmal malen wir den Muni auch nicht an, also mal schauen. Ist ja auch keiner da, den Publikum zu. Sie ist nicht da, genau. Er kommt vielleicht noch. Alles Pussys. Eins unserer persönlichen Highlights auf der Gamescom war das Spiel The Unfinished Swan von der Firma The Giant Sparrow. Beginnt tut das Spiel, dessen Anfang wir hier auch gerade sehen, mit der Geschichte eines kleinen Jungen, der mit einem magischen Pinsel in Bilder einsteigt, um den besagten unbeendeten Schwan zu finden. Dieser unbeendete Schwan versteckt sich in Bildern, die schlicht und ergreifend noch nicht fertig sind. Das heißt, wir fangen in einem komplett weißen Raum an, Matrix lässt grüßen, und müssen in diesem Raum unseren Weg finden. Zu diesem Zwecke schmeißen wir mit schwarzen Farbkugeln um uns, um den Raum einzufärben. Dabei müssen wir aber aufpassen, dass wir den Raum nicht zu sehr schwarz einfärben, weil sonst sehen wir schlicht und ergreifend nichts mehr und alles ist schwarz. Ich finde, es ist ein ziemlich geiles Spielprinzip. Die Atmosphäre ist dicht, weil es sind sehr atmosphärische Klänge und es ist, zumindest ist das im Moment noch der Eindruck, weniger ein Spiel, sondern mal wieder eins von diesen Dingern, die mehr Kunstwerk als Spiel sind. Wir hoffen, dass das Spiel nicht zu repetitiv wird, dass also im späteren Verlauf noch diverse andere Sachen passieren. Der Entwickler spricht auf was Entsprechendes an. Und wir finden es geil.
Unfinished Swan kommt für die PS3 im PSN Store. Laut dem Entwickler irgendwann 2012. Also macht euch schon mal auf ein sehr inspirierendes und sehr künstlerisches Spiel gefasst, das hoffentlich den guten Eindruck, von dem wir am Anfang gewonnen haben, auch halten wird. Insane auf der Gamescom. Heute mit unseren Special Guests von der Victory Road. Was geht? Hoi, hoi! Wie habt ihr denn? Stellt euch mal näher zusammen, ey. Was seid ihr denn für Medien-Idole? Weiter unten, nein. Was sagt ihr denn jetzt bisher so zur Gamescom? Wie lange seid ihr schon hier? Wir sind seit heute Morgen bis um 8 Uhr auf dem Tunnel, haben 2 Stunden gewartet, sind jetzt in Fahnenstein gerannt, wie die meisten 13-jährigen Kinder. Ja, also so wie wir es von euch gewohnt sind. Oh mein Gott, Black Ops 2, ich muss Black Ops 2 spielen. Black Ops 2 muss Black Ops 2 spielen. Nein, ich habe nicht Black Ops 2 gespielt, weil ich glaube, es wird wie Black Ops 1 sein. Ja. Wie kommst du denn da drauf? Und neuer. Ja, Black Ops 1 ungefähr so war wie Modern Warfare 3 und Modern Warfare 3 wie Modern Warfare 2 und alles ist verbunden. Was? Ich habe nur Black Ops gehört. Eure Gehirne verschmelzen bereits. Aber Wii U haben wir gespielt. Oh, habt ihr? Und wie war's? Also Zombie U, sag erstmal, du fandst nicht so gut. Ich fand die Steuerung sehr lahm, sehr hackelig. Die Grafik war... Nee, sorry. Nee, okay, es ist eines der ersten Games, aber trotzdem, nee. Und die Demo ist am Ende, da ich durch den Boden gefallen bin. Also, ja. Glitch-Counter 1. Ja. So schlimm war es bei mir nicht, aber ich fand die Steuerung auch ein bisschen hakelig. Also es war eher so ein Melee-Titel. Also es hat mich ein bisschen an Red Steel erinnert, weil das war anfangs auch ein wenig overhyped. Und als es dann rauskam, war es eher so, ne, ist ein gutes Spiel, aber nichts wirklich überragendes. Und ich glaube, es wird sich dann in eine ähnliche Richtung entwickeln. Und ich muss erst die Steuerung invertieren, weil ich es sonst nicht merken kann. Ah, du bist ein Inventierter, okay. Also ich muss mich Ben's Vergleich mit Red Steel ist eigentlich ziemlich gut. Also ich sag mal so, erstmal das Spiel hat mir ein bisschen meine Skepsis genommen gegenüber der Wii U. Das könnte echt was ganz Cooles werden. Also man hat gesehen, was man damit kann. Diese ganze Kameraspielerei mit dem Menü, das hat super geklappt. So, Steuerung war ein bisschen handlich. Es war sehr glitschig, die Demo. Also ich hatte auch was Ähnliches. Also zwischendurch haben Dinge angefangen, rosa zu leuchten. Das liegt vielleicht an was anderem. Zwischendurch haben Dinge angefangen, rosa zu leuchten. Und es war glitschig, nicht zu vergessen. Und es war glitschig. Ja, du kennst das gesagt, so ein bisschen rot, das läuft. Ich hab zwischendurch, mein Kollege war dann immer so ein Coach dabei, der einer Spieler erklärt und mit Headset mal verbunden ist. Der war richtig gerockt, wenn dann ein Zombie, der einfach an der Wand hängen geblieben ist. Und dann stand ich da, gleich, der kommt gleich. Da stand dann der Fandbänger. Ja, ich glaube, der kommt nicht mehr. Ich glaube, du kannst ihn nicht töten. Ja, ging einfach weiter. Dann bin ich am Ende gestorben. Aber wenn man stirbt, dann kommt nämlich eine zweite Figur. Und muss dann, man kriegt dann immer eine neue Figur und muss nochmal von Anfang anfangen. Und dann muss man die Sachen aussammeln, die der letzte Feind hat. Das hat echt Spaß gemacht. Das Schießen hat gut geklappt. Man kann auch zoomen, wenn man das Tablet zoomt an der Hand. Und ja, es hat Spaß gemacht. Also das, wenn man daran arbeitet, dann kann das echt was Gutes werden. Ich fand's nett, auf jeden Fall. Nett. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank für euer spontanes Review von der Wii U. es tut mir leid. Schaut euch den Kanal von Victory Road an, Link in der Info. Und vielen Dank. Wir kümmern uns. Bis später. Also, auf ein neues, weil meine Kamera mich verarschen will. Das ist ja so spontan jetzt. Ja, Let's Play Zelda auf der Gamescom. Und so. Schrott
Schrotti vor der Kamera und Schrotti sagt uns jetzt wieder, was der von der Gamescom hält. Scheiße. Also von dieser hier. Beschissen, ja. Beschissen. Ja, ich bring den Gag einfach noch. Ich bring den Gag einfach nochmal, warum beschissen. Weil erstens, es waren ziemlich viele Stände daran da, wo auch du mal die großen Bilder kriegst. Die da. Kelly Brown Cosplayer, das sind Gruftis, die sehen immer so aus. Auf jeden Fall war es beschissen. Es hat definitiv mehr sein können. Es waren viele Stände, also sagen wir mal so, es war viel Platz da, hätten noch mindestens 15 Stände reingekonnt. Viele Spiele waren einfach nur beschissen. Ich persönlich habe mich natürlich auf den Landwirtschaftssimulator 2013 ist 2013, ja. Weil ja überhaupt nichts los war, habe es natürlich ganz bestimmt angespielt. Ich habe kein Spiel gezockt. Einfach aus dem Grund, weil es scheiße war. Die Gamescom an sich war beschissen. Hast du ein T-Shirt gekriegt? Nein, alle meine Freunde haben T-Shirt bekommen, nur ich leider natürlich nicht. Ich habe gar nichts bekommen, außer natürlich dieser wunderbaren Tüte. Wo hast du die her? Die stand in meinem Mülleimer. Ich habe nichts gekriegt. Gar nichts. Ja? Und aber mal abgesehen, dass die meisten Spiele eh beschissen waren. Und ich wirklich mit Kollegen eine Dreiviertelstunde an einer Scheißkasse gestanden habe, um so einen Drecks 18er Menschen zu bekommen. Warum? Weil die von zwei Seiten in diesen Scheiß-Warteschlangen-Effekt hatten, im Reißverschlussverfahren, weil die noch zwei dazwischen ist, war einfach ein beschissener Tag und ich muss noch drei Tage. Und jetzt stellt euch beide mal daneben. Seid so freundlich, einmal neben sich stellen. Ja. Doch, ganz kurz nur, ganz kurz nur. Und ich habe Hunger. So, und jetzt eine Runde Mitleid für den Schrotti, bitte. Die Kreise der Welt.